Und dann einfach stur. Bronze Großschwert, Bronze Speer. Vielleicht habe ich noch was da, aber ich bezweifle es gerade. Dass ich davon noch was da habe. So sieht aus wie Rocky. Können wir vielleicht den Vertrag mal vergrößern oder sowas? Vielleicht gab es ja da auch nochmal ein Update. Nicht Battles. Kann ich ihn nochmal aufwerten? Nein. Ich kann ihn halt nur anpassen. Wir kriegen mittlerweile zwei Relikte. Wenn ich ein Relikt runtergehe, dann kann ich hier den Wert hochsetzen. Ich brauche nur ein Relikt. Hier sehe ich aber, welche Relikte ich kriege. Die haben wir alle jetzt abgefrühstückt. Brauche ich nicht nochmal. Deswegen hätte ich gerne, dass ich den Vertrag noch aufwerten könnte. Soll ich das beibehalten? Ja. Habe ich jetzt auch nichts, was ich brauche? Dann kriegen wir nächstes Mal ein bisschen mehr Schrott zum Zerlegen. Okay, alle Quests erfüllt und wir gucken uns den Next. Sollen wir kurz gucken nach Waffen? Okay, wir haben keinen Bronze Großspeer. Wir brauchen einen Bronze Speer. Wir haben ein Steinschwert. Logisch, ist ja gar nicht hier. Müssen wir ja hier hingehen. Das ist ein Bronze Großschwert 1. Kriegen wir hergestellt. Bronze Speer. Chromium Sword. Ist das nicht das, was wir jetzt als nächstes bräuchten? Das ist nicht das, was wir haben, ne? Dann den Großhammer. Hier ist der Bronzesperr, da brauchen wir Bronze bauen. Ah, der ist voll, ich kann hier eh gerade nichts machen. Hier brauche ich nur einen Stahlrahmen, da kann ich das aufwerten. Einen Stahlrahmen müsste ich doch haben. Einfacher Stuhlweise. Ich habe niemanden einfach nur einen Stahlrahmen. Dann haben wir das. Ah, fehlende Fachwoche-Anleitung. Der lesen sollte. Wie viel die Anleitung? Und hier fehlt dieses Granit. Ich weiß noch nicht, wo ich das Granit herkriege. Und die sind ja schon erhöht, ne? Genau. Hier fehlt der Klebstoff. Und eine Druckanzeige. Dann können wir die auch aufwerten. Brauche ich mal ganz kurz Strom.
Wasser. Dünger. Toll. Toll haben wir das gemacht. Sandlauch brauchen wir nochmal. Gießen. Sandreis haben wir nur 3 bekommen, da brauche ich nochmal 4. Dann nochmal ein Sandreis. Zack. Zack. Weit brauche ich noch weiter. Passt. 4-mal Weizen, das ist sehr schön. Nummer 4 Wasser. Sehr schön. Das ist das Schwert. Bronzeschwert braucht man Bronzebahn, der ist gleich fertig. Könnten dann theoretisch statt den Stahldolch und das Stahlschwert könnten wir das Chromium Sword machen. Ich denke mal, das wird viel mehr brauchen. Stahl. Speer, und der Speer. Gut, dann gucke ich auch noch, ob ich den Stuhl kaufen kann irgendwo. Jetzt rennt er weg. Nicht wegrennen. Justus, warte. Danke. Howdy. Guck mal, was ich hab. Hm? Na, einem Sheriff würdig. 14 Beziehungspunkte, super. Jetzt gucke ich mal, ob wir bei Avi einen Stuhl kaufen können. Den wir nach oben. Oh, Nemo! Ich will jetzt erstmal Nemo so weit haben, dass wir Nemo adoptieren können. Einfacher Stuhl, bloß die Kaunerstuhl. Einfacher Stuhl. Hello. Ich dafür schuldest du mir nichts. My brother and I. Kurz mit Amira quatschen. So, dann gucken wir, ob das andere fertig ist. Dann haben wir die ganzen Zusatzdinger schon erledigt. Dann könnten wir wirklich noch gucken, ob wir den Chromium-Dings verstärken können. What the fuck war das? Die Hasis sind echt riesig geworden. Das ist der Wahnsinn. So, und ich wollte dann das Chromium Heavy Sword machen. Dann bringen wir das kurz weg. Materialien haben wir ja genug. Das ist also nicht das Problem, dass wir es
nicht hätten oder sowas. So, was er denn? Da oben. Cooper? Ja. Yeah. So, haben wir erledigt. Zusätzliche Beziehungspunkte bei den Leuten. Ich gucke jetzt nochmal nach. Irgendwie müssen wir doch was übersehen haben. Wie wir die Maschinen aufwerten können. An der Nähmaschine. Wir müssen die Nähmaschine aufwerten. Und zum Aufwerten brauche ich Granitteile. Dafür brauche ich Granit. Und Granit brauche ich aus dem Steinbruch. Aber welchen Steinbruch? Das ist der Müllberg. Habe ich irgendwas übersehen? Hier unten könnte Steinbruch sein, ne? Wo wir runtergegangen sind. Follow Outback. Kann ich mir nur vorstellen, aber da müssen wir kommen noch nicht die Story weiter, wenn ich nicht die Teile kriege. Aber wir hatten doch Granit schon da. Bin mir sicher, wir hatten schon Granit irgendwo. Ich würde mal kurz hier oben die speziellen Teile. Einmal das hier wegen den Schaltkreisen, die wir regelmäßig brauchen. Auf alle Fälle die zerlegen. Und dann hier den Aluschrott. Auch auf alle Fälle mitnehmen. Ein glänzendes Skorpion wieder, der, wo wir nicht wissen, wofür wir den brauchen. So, angeblich sollen sie wertvoll sein, aber. Naja. Aber außer dass die wertvoll sind, haben sie uns noch nichts gebracht. Wir können noch mal runter gucken zu dem Bereich, wo wir. Wo ich vermute, wo der vielleicht sich dahinter verbergen könnte oder sowas. Das Schwert ist gleich fertig. Und 68 Angriff. 103. Und das hat 168, 195. Sollte doch dann eigentlich kein Problem sein, wenn wir jetzt sagen. Halt. Okay, der Motivationshammer brauchen wir dann nämlich nicht. Alter, findest du das ein Schwert? Nice. Sehr schön. Dann können wir den Motivationshammer theoretisch ins Museum bringen.
Aber den jetzt ja auch nicht wirklich brauchen. So, das ist Metall noch. So, was können wir jetzt noch probieren? Wir könnten jetzt wirklich noch probieren. Wildleder, Wildleder, Wildleder. Ich guck mal hier unten an die Ecke, aber ich glaube auch da war kein Granit gewesen oder sowas. Das ist einfach nur Steinhaufen und das war's. Blick ist gerade nochmal hier runter. Aber ja, wir wollen hier runter, ne? Komm ich da hin? Nee, noch nicht. Komm ich da hin? Das ist hier unten die Verbindung. Hier unten ist diese Verbindungsstation, wo ich hin wollte. Das wird auch nur eine Brücke sein. Das wird kein Granit sein. Guck mal. Ich wollte dir nur mein neues Schwert zeigen. Können wir den auch nochmal Hallo sagen? Entschuldigung, war daneben. Doch hier komme ich nicht durch. Was haben wir denn hier hinten? Was ist denn das? 64 Stahlstangen haben wir? 64 Holzbretter. Passiert bestimmt noch irgendwas drin. Kann das die Geschichte wegen dem Adler sein? Okay, gebaut haben wir es. Die Pflanze da drüben sieht aus wie bei Satisfactory. So, und hier ist eine Wand. Das können wir noch nicht zerlegen, weil wir unsere Items noch nicht aufwerten können. Ich denke mal, wir müssen dann hier wie so eine Art Brücke rüberbauen, dass die dann sauber wird, dass wir da rüberlaufen können. Aber auch hier ist kein Granit. Wo haben wir denn einen Steinbruch? Einen ganz klassischen Steinbruch haben wir doch gar nicht. Oder habe ich da was irgendwo übersehen? Ich guck mal, ob ich da drüben irgendwie rüber will. Da hoch und dann da hinten lang. Wenn das geht, wäre es ja schon schön. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung, wie ich an Granit rankomme, sondern wie wir hier storytechnisch weitermachen können, weil aktuell grinden wir nur. Es ist halt wirklich so, wir grinden nur die Hauptquest. Und machen nichts anderes. Warte halt. Konnten wir unten durch? Ging es nicht noch, ne? Nee. Goodie. So, jetzt hier lang.
auch hier ist schlicht. Es muss irgendwie anders sein. Was ist das? Ach, hier war die Time-Kapsel, die wir auch gebuddelt haben, ja, alles klar. Nicht mehr dran gedacht, wie er da war. Wo haben wir denn einen Stein? Oh. Man kann ihn manchmal hier schon ganz schön verzweifeln. Wir kriegen Chitin und sowas, das haben wir alles noch nie gebraucht. Aber wir kriegen es halt. So, jetzt wird langsam Nacht in der Wüste. Und hier war ja auch nichts weiter. Nope. Nix da. Gut, dann machen wir es am nächsten Tag so. Dass wir nochmal runter in den Giftbereich gehen und gucken, ob wir da irgendwo noch Granit sehen. Irgend sowas. Was wir vielleicht noch nicht gesehen haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt noch ein bisschen Hartholz mitnehmen. Also versteinertes Holz. Sonst auch nicht mehr. Finde es aber schön, dass das versteinerte Holz dann auch wieder Tau drin hat. Hier oben noch irgendwie was? Ich sehe nichts. Das auch versteinertes Holz? Totholz bloß. Ganz normales Totholz. Nicht das, was ich haben wollte eigentlich. Mal auf mir weh zu tun. Wir sind schon ein bisschen imba gegen die. Ich weiß noch, wie wir damals nur ein bisschen Schiss vor denen hatten. Weil wir doch relativ viel Damage gemacht haben. Und jetzt so, ach naja, wenn es denn sein muss, klatschen wir es halt weg. Greift mich gleich an, das weiß ich. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Perle, die nehmen wir mit. Können wir immer gebrauchen. Zum Aufwerten von unseren Waffen und sowas. Da drüben ist auch noch ein Opal. Erstmal muss der hier weg. Und zerlegt. Wir sind hier ja noch riesige.
riesige Tierknochen. Die bringen uns ja auch herzlich wenig. Hier ist nochmal ein Opal. Und dann haben wir hier noch das Holz. Wäre schön, wenn du da oben bleibst. Kommt bestimmt gleich runter, ja? Der geht in die andere Richtung, das ist super. Schaffe ich den auch noch? Was normales Totholz? Na super. Das war normales Totholz, das wollte ich gar nicht. Egal. Gut, wir gehen vorne zum Fahrzeug und dann fahren wir nach Hause. Steinbruch. Wo ist der dämliche Steinbruch? Einmal nach Hause bitte. Für 20, das stört uns jetzt herzlich wenig von den Kosten her. Ich weiß noch, früher haben wir uns darüber aufgeregt, weil es zu viel Geld brauchen wir jetzt. Pilleballer. Was, warum leuchten Bronzestangen? Wir brauchen gerade Bronzestangen. Ach so, für den Vakuumklima war der. Da haben wir doch alles. Genau, nur warum man das mir vorschlägt. Ich würde ja auch Bronzestangen nehmen, wenn wir genügend davon hätten. Okay, da ist nichts mehr. Feuergenerator. Wasser nachschütten. Alles perfekt. Und alles einsortieren. Es bleibt mir fast nur das übrig, was ich sagen muss. Das war. Wir haben irgendwo haben wir schon mal Granit gefunden. Ich weiß noch nicht mehr wo. Pflanzen wachsen schon wieder fleißig. So, wir sammeln erstmal das ganze Wasser für unser Zeug. Wie sieht es vom Futter her aus? Hat noch genug? Oh, wir wissen. Oh, die haben mittlerweile Wüstenpilze gegessen. Das ist also auch schon mal ganz okay für euch. Ihr habt auch noch Essen. Ich will aber erstmal wissen, was passiert bei den Kastanien, was passiert bei den Sandbären. Wie sehr mögen sie das? Wenn man das mal einschätzen kann. So. Und Cooper. Hallo junge Handwerker, ich war neulich in der Kirche. Ich und dieser Bleistift-Typ waren uns einig, du brauchst mehr Fleisch im Kämmer schon. Dankeschön, Cooper.
Haben wir noch eine andere Quest jetzt eigentlich wieder angezeigt? Irgendwas? Owen verlangt noch etwas. Okay, Owen. Ansonsten niemand. Na, schau mal. Erst einräumen. Getriebewelle. Wofür braucht man die Getriebewelle? Wofür braucht man die Getriebewelle? Irgendwas konnten wir mit Getriebewelle erhöhen. Und ich nicht. Dich können wir aber hier erhöhen. Wir jetzt mehr rauskriegen irgendwie. Ah, er kann jetzt Fiber Scrap machen, wo ich garantiert Composite Fiber und Composite Fiber Treats rauskriege. Ein feiner Schrott bringt das und das. Aber wofür braucht man diese Stangen? Nicht für ihn? Nicht für ihn? Nicht für ihn? Also ist er jetzt wieder blau geworden oder sowas? Natürlich ist er grün geworden sogar. Noch schlimmer. Für die Verbesserung des Dings. Marodeurmotor. So nicht, aber anders. Meinst du? Meinst du, mein Lieber? So nicht, aber anders. Wie hätten sie es denn gern? Für die Verbesserung. Lavendel-Edelstein. So, was ist das? Nicht anvisieren. Warum kriege ich es nicht weg? Jetzt. Okay. Tagesquest. Machen wir. Die haben wir da, die kann sie kriegen. Dann sind wir die los, das ist super. Harter Stock, das kann man auch machen. Wir können alle Quests abbringen. Und Owen verlangt da noch irgendwas? Ja, jemand? Nein? Also einen wunderschönen guten Abend, René, wünsche ich dir.
Du bist vor 2 Tagen auch erwachsen geworden, wollte ich dir nochmal mitteilen. Falls du es noch nicht gewusst hast. Sie? Nice seeing ya. Hey there, partner. Care to... Gerade nicht, aber die Tasse wächst hier. Bitteschön. Ist doch nicht viel Geld, aber wir haben wieder was im Inventar gespart. Brauchen wir nicht. Und dann ist die anderen 3 Quests. Die sind dann wohl in die Richtung. Sind die alle da oben? Ach, das ist alles Heidi. Na logisch. 3-mal Heidi-Quest. Heidi? Who'd have thought that... Drink, bitch! Und vielen lieben Dank, René. Einmal von Heidi. 1400. Nochmal von Heidi. 1100. Und nochmal von Heidi. 2000. 89.000 haben wir schon. Super. Okay. Schutzanzug haben wir jetzt an und wir fahren jetzt runter. Wir gehen jetzt unten und gucken nach Granit. Wir haben sonst hier in der Karte heute nichts weiter zu tun. Und wenn wir da jetzt auch nichts finden. Wenn wir da jetzt auch nichts finden sollten, dann ist echt blöd. Das wäre jetzt der einzige Bereich, der mir einfallen würde, wo wir noch was kriegen könnten. Nimm auch diesen Jade-Lavendel, nimm dann auf alle Fälle auch mit. Jetzt nicht, keine Zeit. Hatten wir nicht vorhin was von 500 oder sowas? Was ist denn das? Granit! Und wir suchen die ganze Zeit nach Granit, jetzt haben wir ihn gefunden. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur nach Granit. Hallo! Wollt ihr Bekanntschaft mit meinem neuen Schwert machen? Habt ihr schon. Gut, Granit nehmen wir komplett mit. Ja, eigentlich müssten wir es mitnehmen, Schrott. Weil es wichtig ist. So, jetzt hier tut uns erstmal nichts. Dann sage ich ihm erstmal kurz Hallo. Damit wir hier ungestört looten können. Sehr schön. Und dann bauen wir weiter Granit ab. Kurz so, dass ich den Granit, das ist Kristall, ne, ich lege mich mal kurz den Granit hier an. Wir sind auf der Suche nach Granit. Hätten wir das gewusst, dass wir hier hin müssen, hätten wir uns jetzt schon sehr, sehr viel Zeit gespart, ey. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Thank you.
Aber da hätten wir eigentlich auch selbst drauf kommen können, dass wir da vielleicht in den neuen Bereich rennen müssen dafür. Und den Aluschrott nehmen wir trotzdem mit hier, weil das ist nicht verkehrt, das brauchen wir auch. Da ist ja auch dieses Magnesium-Aluminium-Alloy drin. Wenn die Ausdauer weg ist, gehen wir auch wieder nach Hause, ne? Ist zwar eigentlich wegen Magnesium hier, aber Aluminium springen wir so auch gerade mehr, so Quatsch, Magnesium. Das will ich auch haben. Das sind diese Lavendelsteine, ne? Lavendel-Edelsteine. Die brauchen wir zum Aufleveln der neuen Teile. Die müssen wir zwangsläufig mitnehmen. So. Und weiter kann ich das abbauen. Dann schaffen wir es endlich hier in die Story weiter voranzukommen. Das finde ich gut. Ach, hör auf. Wenn ich Zeit dazu hätte, dass der mich hier ein bisschen probiert zu vergiften. Da stehen wir doch drüber. So, ich glaube, da kann man schon fast hier zurückgehen, weil wir nochmal hin, die Dinger. Dann können wir auch schon zurückgehen, weil wir die Ausdauer end ist und wir nichts zum Aufdauer auffüllen haben, was wirklich viel bringt. Also ich hätte gerne irgendwelche Getränke oder sowas, die halt wenigstens mit einmal die Ausdauer wieder komplett auffüllen. Das wäre schön, schön. Oder die Hälfte zumindest oder sowas. Aber das gibt es leider auch nicht. Nur so ein paar Punkte. Das bringt mir nichts. Ja, zumindest habe ich noch kein solches Getränk gefunden. Gut, wir gehen nach Hause. Dann haben wir das, was wir wollten. Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt nicht. Ich muss schon sagen, unser neues Schwert macht ordentlich Damage, dadurch, dass der die doppelte Stärke hat. Wahnsinn. Dann können wir theoretisch wirklich am nächsten Tag. Also jetzt noch die Platten anschmeißen, dass der Granit geschnitten wird. Das brauche ich. Wunderbar. Hier normale Rüstung an. Erstmal kurz alles wegsortieren, was wir nicht brauchen. Nochmal Achter. Dann machst du auch nochmal Achter. Dann haben wir nämlich die Granitplatten. Nicht sonderlich viel, aber machen wir einmal 9er. Und dann machen wir hier noch mal 8 hinterher. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir noch mal kurz an den Ofen. Auffüllen. Eigentlich müssen wir noch mal Wasser kaufen.
Rucksack. Ach Mann. Ich drücke mal die falsche Taste. So. Nö. Die wachsen noch. Sehr schön. Das alles wieder aufräumen. Und ich gehe noch mal kurz Wasser kaufen und dann gehen wir schlafen. Ja, dann ist der Tag auch rum. Vielleicht sogar auch Stroh kaufen. Okay. Gut. Dann nach Hause. Dann können wir am nächsten Tag die Nähmaschine aufwerten, ne? Sind die jetzt schon fertig? Nee, die brauchen noch. Nochmal schnell Wasser herstellen. Und schlafen. Jetzt haben wir aktuell erstmal so ein bisschen Wasser, wo wir mal sagen, wir kommen damit klar. Das ist ja schon mal was. Am nächsten Tag. Hatte ich jetzt überhaupt was getrunken, René? Aber dann habe ich es jetzt gerade nachgeholt. Hätte ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Und raus aus den Fenstern. Guck mal, jetzt haben wir 508 Ausdauer. Warum hatten wir vorhin 400? Ach so, wegen der Rüstung, ne? Wir hatten die andere Rüstung drauf und deswegen haben wir die Ausdauer verloren. Das kann sein. So. So, Amarus, komm mal her, lass dich knuddeln. So, Dorine lässt sich auch knuddeln. Vom Essen aus, ihr habt noch drinne. Ich will noch wissen, was hier noch ist. So ist. Da hast du ein Wörtchen mitzureden? Wovon? Bei was? Bei was willst du ein Wörtchen mitreden? Beim Knuddeln. René, da musst du durch. Wenn Kogo jetzt da wäre, würde sie flauschen. Also hab dich nicht so und nimm es hin wie ein echter Mann. Und lass dich knuddeln. So. Und dann haben wir das. Das Ding kommt zu den Relikten.
Halt. Und das kommt zum Stein. Sehr schön. Tagesquest erstmal schnell machen. Heute ist Mittwoch. Olle, ich weiß, du bist eine Glutkugel, aber den Beef mit Kim will ich nicht. Schisser, Schisser, Schisser. Nein, alles gut. Außerdem hast du mich gerade dick genannt. Können wir jetzt die Maschine... Achso, die Maschine jetzt ab jetzt höher zu entwickeln, ist vielleicht nicht so geil, ja? Wir sehen gerade hier drunter das Dreck. Und wir brauchen einen Stahlspeer. Gut. Und die anderen Quests bringen wir erstmal weg. Ist noch irgendwas weiter? Irgendwas, was wir ausgetriggert haben? Nö. Hier liegt noch Müll. Rocky, mein Lieber. Ja. Einmal das. Bitteschön. Dann zu Dunby hoch. Und dann kriegen wir es vielleicht jetzt endlich hin, dass wir in der Story weiterkommen. Das wäre ja mal was. Hey there. Hey. Gern geschehen. Schnell verdientes Geld. So, da haben wir da hinten noch eine Quest. Und vielleicht läuft jetzt Nemo auch noch einen Weg. Und der läuft uns über den Weg. Und ich euch aus praktisch nehme. Erstmal brauche ich dich. Und guck mal, hier habe ich leckeres Hundefutter für dich. Wird es schmecken, ne? Und so. Have you ever noticed? Thank you. Hat der Owen nicht noch einen Wunsch gehabt? Wir wissen doch, Owen hatte doch vorhin nur noch einen Wunsch gehabt. Pass auf, wenn ich dir drück, dann sag ich, du bist ein ganz voluminöses Unterhaltungspaket, aber ich habe jetzt ja sagte, du bist ja eine Glutkugel, also da beurteile ich nur eine vorteilhafte sexuelle Schwungmasse. Verstehst du? Ja. Verstehe. Red dich nur raus. Beleidigt ist beleidigt, mein Lieber. Ein Auto wurde damals auch als Knutschkugel bezeichnet. War's gar nicht. Owen. Ich gehe nochmal kurz zu Owen, wenn der einen Wunsch hatte. Vielleicht können wir den noch erfüllen. Das wäre ja ganz schnieke. Dann sag mir, was da machst. Aha. Alter Ventilator. Hey, see you around. Essig. Nee, er wollte nicht Essig. Was wollte der alten Ventilator? Please have a safe trip home. Okay. Alter Ventilator kriegen wir bloß hier oben. Da müssen wir wieder ein bisschen spielen. Das ist auch wieder nicht das, was ich eigentlich machen will. Man wird ständig abgehalten, das zu machen, was man möchte. Mensch.
Na, dann kicken wir mal. Einlösen konnten wir hier. 135. Muss ich wegscheuchen. Nee, geh weg. See ya. Wie viel haben wir? 3. Sechs. Neun. Zwölf. 14. 17. 21. 24. 28. 31. 35. 39. 42. 45. 48. 50. 54. 57. 61. 65. 69. 72. 76. 80. 83. Das ist richtig langweilig gerade, aber egal. Muss mal durch. 83, 87. 90. 92. 95. 98. 102. 105. 108. 111. 114. 18. 121. 125. 129. 132. 136 und noch einmal. Na, na, na. Jo. Hab ich auch viel Geld jetzt da gelassen. Und überlegst, jetzt haben wir über 1000 ausgegeben, nur um den scheiß Ventilator zu kriegen. Wahnsinn. Dann bringen wir ohne den Ventilator, nur damit er sich freut. Damit wir wieder einen Wunsch erfüllt haben. Aber ist ja nicht das Problem, weil wir haben ja das Geld an sich. Also klappt das schon ganz gut soweit. Howdy. Yep. Das wird insgesamt 24 Beziehungspunkte. Naja, gut. Okay. Alles erfüllt für diesen Tag und jetzt können wir gucken. Jetzt können wir unsere Nähmaschine aufwerten, ne? Die Nähmaschine ist aufgewertet. Jetzt gucken wir, ob wir sie noch veredeln können.
Jetzt haben wir eine lila Nähmaschine. Und jetzt können wir verwildertes Leder herstellen. Wir haben aber zu wenig Sisal. Vom Baumstamm. Nach einem gewissen Verarbeitungsaufwand können Rohstoffe für Stoffe gewonnen werden. Wir brauchen 4, ne? Nee. Von Baumstamm. Probier's mal bei Buchsbaum. Steht aber nicht von welchem Baum. Ob das hier irgendwo rumliegt? Mit, wenn wir schon mal hier sind. Sisal. Wo könnten wir Sisal herkriegen? So, ich mache ich mit einem Kill, ja. Was mache ich mit dem? Auch jetzt ein Kill. Wahnsinn. Und hier auch nicht, ne? Zumindest sah es jetzt nicht so aus, als würde hier Sisa rauskommen. Wo kriegen wir Sisa her? Es kann ja nicht normale Holz sein, ist eher unwahrscheinlich. Wir könnten nochmal einen Laden, aber der Laden würde gar keinen Sinn ergeben, wenn wir da hingehen. Also von Vivi. Könnte natürlich auch sein, wir müssen runter in diese Giftbrühe. Und da Sisa herholen. Hallo Coco. Ich guck mal ganz kurz zu Vivi. Ich glaube es aber gerade halt nicht, dass wir da irgendwie sie da herkriegen. Es ist so flauschig, ich werde wahnsinnig, es ist so flauschig! Da hast du vollkommen recht, René. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber da unten in der Brühe war noch nichts mit Sisal, oder? Dem Giftzeug. Wir können nochmal runter gucken. Das wäre jetzt die einzige Stelle, die ich mir gerade unter einer Wüste. In der Wüste vielleicht. Da unten hat man keine Pflanzen wirklich gesehen. Von Baumstamm. Nach einer gewissen Verarbeitungsaufwand können Rohstoffe für Stoffe gewonnen werden.
fahren nochmal hier raus. Wir können natürlich auch bei Sieg gucken, aber glaube ich auch nicht, ja. Dass der das hat. Und wir müssen unbedingt unsere neue Rüstung zusammen basteln. Das ist die hier Zinter. Was bist du? Sandblume? Oh. Sandblume, Sandblume. Katzenschnurrhaare auch nicht. Gucken wir mal, wenn wir den Baumstamm nehmen. Zinte. Das ist Jagddorn. Karakna. Bitterbohne ist Bitterbohne. Sisal, wo könnten wir Sisal herkriegen? Ja, dann kommt ihr. Einmal. Zweimal. Dreimal. Mensch, 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 Mensch. Das ist aber ein Ding. Oh. Was ist das hier? Das Insektensamen. Nicht das, was ich haben wollte. Sisal. Ich weiß halt nicht, wo es sein könnte. Könnte es ja fast nur noch in dem Giftzeug sein. Wo ist die, das Ding da hinten gewesen? Das Blaue? Das ist ein Scorpster? Ein Scorpster. Was ist denn ein Scorpster? Eine seltsame Skorpionart, die sich angewöhnt hat, humanartig zu werden und durch den Sand zu schwimmen. Köstlich als Hammer, Hummer, aber seine giftigen Eigenschaften schrecken mehr als nur wenige ab. Okay. Okay, dann müssen wir am nächsten Tag nochmal in die Giftbrühe. So viel zum Thema, wir kommen jetzt endlich weiter, ne? Ärgerlich. Dann nutzen wir die Zeit, wenn wir hier sind, und nehmen das tote Holz, das große tote Holz mit.
Sisal. Wo könnten wir Sisal herkriegen? Also den einfach so mitnehmen können, finde ich ehrlich. Das sieht aus wie Kaktus. Das sind die Pinguine. Oh, die Haskoine, besser gesagt. Haskoine sind das, glaube ich, noch. Die Sonnenklippen. Keine Ahnung, wo das sein soll. Wenn ich den wegnehme, und bestimmt nicht. No. Welch Wunder. Dann kann es ja nur noch in der Giftbrühe sein, irgendwie. Alles andere würde ja gar keinen Sinn mehr machen. Kann man die ernten? Die blinken so, als könnte man die ernten. Gleich mal gucken. Okay, man kann sie nicht ernten. Sie glitzern nur und man kann sie nicht ernten. So. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas? Geht ganz schön hoch. So, hier war die Station zur Abfahrt. Der Seilbahn, okay. Hier lang, ohne zu sterben. Uiuiui. Okay, also wir sind nicht gestorben, das ist schon mal was. Die Sandblume nehmen wir noch mit. Dann ist da oben noch noch altes Holz. Was bist du? Wetterbohne. Nehmen wir auch alles wieder mit. Na, schauen wir es noch. Schauen wir noch. So, und einmal nach Hause. So, ich würde hier nochmal ganz kurz draußen die letzte Ausdauer wegknallen. Wunderbar. Einfach nochmal alles mitnehmen.
Den Stahlsperren wollte Owen haben. Dann kann ich ihn erst morgen bringen. Den wollte er als Geschenk haben. Ich weiß noch nicht, wo ich Caesar herkriege, weil die, das kriege ich da auch, glaube ich, unten aus der Mine. Also ich muss runter gucken, stimmt. Das ist das Einzige, was mir spontan eingefallen wurde. So, dann hauen wir das mal kurz rein. Das sind gewöhnliche Ressourcen irgendwie. Und Ressourcen. Und das sind Stoffe. Okay. Halt. Wie viel? 3 Samen. Und drin. Und ernten. Kartosamen. Ja, schön, wenn man wirklich immer so viel Samen kriegt, dass man keine nachkaufen muss, bitte mal. Achso, wir können gleich mal hier gucken, Wasser. Und Dünger. Wie sieht das hier aus? Dünger. Wasser. Okay, schade, der ist nicht fertig geworden. Wasser. Einmal Wasser. Und Dünger. Wunderbar. Aber ich kann jetzt auch nicht Sisal irgendwie hier herstellen, oder? Sich irgendwie macht ja gar keinen Sinn, sie da herzustellen. Na ja, gut, wir gehen schlafen. Na fein, vielleicht haben wir heute auch noch die Rüstung anzugehen, die neue. So neue Items kriegen. Raus aus den Federn. So. Erstmal unser ganzes Wasser einsammeln. So, dann gehen wir Tiere kuddeln, knuddeln. Das ist erstmal nach dem Haus. So. Da wird der Morning geknüllt. Der René wird geknüllt, aber es wurde auch nicht. So, Kastanien müsst ihr noch probieren und dann wissen wir, was ihr mögt. Wie sieht es bei dir aus? Wissen wir jetzt bei dir schon, was du magst? Du musst auch noch die Kastanien probieren. Na gut. Forschung? Forschungszentrum. Marodom-Motor. Schleiftisch. Das ist der Schleiftisch. Wir kriegen eine neue. Das müsste der hier drüben sein, ne? Der hier. Wobei. Die Bauanleitung haben wir noch. Ach, ich habe sie nicht mitgenommen, oder? Nicht mitgenommen? Jetzt haben wir den Schleiftisch gelernt. Genau, fehlt nur der Marodermotor.
Dann schauen wir noch schnell. Ist irgendwas heute in der Stadt? Ich sehe nichts. Tagesquest. Tomatenfleisch und mit Fisch. Genau, mit Fleisch gefüllter Pilz. Kriegen wir das hin? 11 Stück. Ja. Machen wir. Hartholz machen wir. Kriegen wir 4 Schalltafeln hin? Na, guck mal, wir kriegen einen Kleber, kriegen wir hin. Schalt, 4er. Nee. 2 kriegen wir also hin. Nein, dann machen wir es nicht. Beim Suppentopf weiß ich jetzt nicht, ob der hier hergestellt wird oder an der Schmiedemaschine. Wo wurde denn hergestellt? Steht das dabei? Burgerlöcher Ofen, 5 Stück. 5 Suppentöpfe am Ofen. Gut, läuft. Nehmen wir die Quest auch an. Noch ein, was haben wir noch? Die Stahlstangen, haben wir noch die da? Wo ist ein Metall? Ja. Haben wir auch da. War schon ein Auftrag dieser Stufe. Ich werde aber die nicht herstellen, ganz ehrlich nicht. Tomatenfisch. Da kann ich gerade mal 2 herstellen. Wie viel brauchen wir? Dann machen wir den Tomatenfisch noch. 8er. Du hast schon einen Auftrag hier, Schuhe. Willst du mich verarschen? Ach, wir haben 4 Aufträge, haben wir schon. Das war eine Bestellung von ihm. Ah, alles klar, das ist eine Bestellung. Goodie, mein Fehler. Deswegen werden wir schon 4 rein. Ich muss erstmal den einen loswerden. Wenn ich den einen Auftrag loswerde, dann können wir den noch machen. Geh nicht rein, warte mal. Hallo. Aha. So, Rinja und Roulette raus. 12.000 wie 100.000 dich. Hast du es gerade verdoppelt? Ach, du bist ein Verrückter. Hey, we should hang up. Thanks. Ich danke dir. So. Ich weiß nicht, was dieses Glitzergeräusch ist, was wir hier hören. Die Suppe muss jetzt fertig kochen.
damit wir die Quest abgeben können. Und vielleicht gehen wir da einfach nochmal 8 Fischis fangen. Vielleicht haben wir ja damit ganz gut Glück. Die sind fertig. Die brauchen noch, ne? Die professionelle, die riecht aus Metall. Beifang. Ich probiere mal 8 zu kriegen. Wäre halt schön, wenn du hier gleich automatisch einen dazu kriegst oder sowas. Ich weiß noch nicht, warum ich den Großen nicht dafür verwenden kann. 3er. Auf wie viel braucht man? 11? Vielleicht müssen wir einfach mal wieder ein paar Würmer kaufen, ne? Ich wollte jetzt eigentlich die Wurmen schmeißen. Da kommt ein Krocher. Kann ich den auch vorher schon fangen? Jawohl. Nice. Den Sand kaufen, das sollte reichen. Glaube ich jedenfalls. Wenn wir oben sind, ich würde mal ganz kurz noch das hier zerlegen. Das, damit wir die Schaltkreise wieder machen können. Und den Alu-Schrott hier hinten. Also das Spezial, den Spezialschrott. Wobei, der braucht sehr viel Ausdauer dafür, ne? War doch nicht so geil. Ist das hier oben auch Aluschrott? Wahrscheinlich. Woanders wird heute ein Meaning in Lagging Game. Ja, wieso? Es war ja... Glück. Oder auf was beziehst du das jetzt, mein Leo? Achso, jetzt habe ich ja noch eine Quest, die ich noch annehmen kann, oder? So, dann machen wir nochmal 8 mal Tomatenfisch. So, den Rest hauen wir hier rein. Dann gehen wir auf Waffen und Tools. Zack. Und zack. Rest bleibt. Die Töpfe brauchen wir noch ein bisschen. Ich würde aber erstmal gern die Töpfe abwarten wollen. Dann nutzen wir das mal kurz.
War jetzt in der Zwischenzeit was zum Ernten gewesen? Ich dachte, sie hat was gefunkelt. Ach, da hinten. Sandreis, oder? Eigentlich ist das immer das Letzte des Tages, was wir machen. Habe ich jetzt, warum ich das gerade vorziehe, aber gut. Rosenweinsamen. Das Ding ist totaler Quatsch. Wir kriegen hier nur Holz und Pflanzenfarmen. Das ist totaler Käse. Also eigentlich würde ich das Ding hier gerne einstampfen. Weil ich das echt nervig finde. Egal. Wir machen so lange, bis es leer ist. Einverstanden, machen wir so. Weizen dreimal. Oh, Weizen haben wir 999. Und Himbeersamen. Ah, da fehlt noch einer. Gut, wenn er noch braucht, dann braucht er noch. Nein, nicht reingehen. Was machst du denn? Nach dem Tag gehe ich vielleicht auch nochmal kurz um die Ecke. So, das wollte ich machen, das wollte ich machen, das wollte ich machen. Wie lange brauchen die Töpfe noch? Eine Minute? Ne, 3 Minuten. So, dann bringen wir noch die beiden Quests hier weg. Heute ist Donnerstag, wir müssen auch noch nichts anderes machen. Ich warte immer noch auf ein Achievement, wenn wir hier so viel Ordnung machen. Ah, Mira. Hi, making pottery. Dein Auftrag. Vielen Dank. Ich gehe mal gleich mal bei dir Lehm kaufen, ne? Lass dich nicht stören. In 1000 bezahlst du mir und 90 gebe ich dir zurück, weil ich weiß, was bei dir gekauft habe. Auch schöner Vergleich. So, dann müssen wir nur noch die Kochtöpfe zurückgeben, wegbringen und dann hast du die Quest auch erfüllt. Das ist ein Floyd. Hey there, my favorite authors. Sehr schön. Ob wir unseren Ruf in der Werkstatt noch weiter erhöhen können eigentlich so? Rock'n'Roll? Ja, wir können noch mal weiter erhöhen. Also es gibt noch weitere Stufen als 5. WTF. Gut. Ich würde jetzt nur noch kurz zum Bauernhof. Es ist 13 Uhr, wir wollten eigentlich schon längst das andere machen. Es hat jetzt echt sehr viel Zeit gefressen. Das hat echt sehr, sehr viel Zeit gefressen. Sonst müssen wir morgen erst die Kochtöpfe wegbringen oder das. Ja, dauert mir jetzt auch so lange. Ich will an den Tag. Und los geht's. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo da unten noch Sisal finden. Ich habe
Keine Ahnung, ich probiere es einfach. Das würde mich echt reizen, wenn wir noch schaffen, irgendwie so nach und nach die neue Rüstung zu kriegen, zusammenzusetzen, die neuen Items. Um uns stärker ein bisschen zu machen. Jetzt nicht. Was reizt Rüstung? Hm. Neblige Basia ist das. Doch sexuell Schwung ist nein. Hier geht's rein weg um eine. Bin falsch abgewogen, ne? Um eine neue Rüstung, die ist jetzt hier im Shop von der. Na? Von dieser Elite-Kampfgilde gibt, wo ich jetzt gerade nicht auf den Namen komme. Sisal! Oben waren noch mehr von den Dingern. Oder wo standen noch welche? Ja. Lass dich nicht stören, schlaf weiter. Bäume gefunden. Damit meine ich, ihr Feld von den Bäumen halt. Von den Sisalbäumen. So, damit haben wir das gefunden, was ich wollte. Und dann können wir jetzt endlich die Produktion angehen. Reicht das jetzt? Was haben wir in der Sisal? 32, das reicht. Dann gar nicht länger warten. Zurück. Hey, nicht abhauen. Ich will dich hauen. Ja, komm. Ihr Scheißfeiges, hey, komm her. Du hast doch angefangen. Lass dich auch anständig verkloppen. Oh, hat nur Opalfallen gelassen, dankeschön. Aber was Sinnvolles. Gut. Halt, da können wir jetzt erstmal nochmal halt das. Unser buntes Outfit anlegen. Und dann sind wir gleich zu Hause. So, Kochtöpfe, seid ihr fertig? Noch nicht ganz. Wir können jetzt aber die Schneider mit das anschmeißen. Ab dafür. Leg los. Und dann können wir den Vakuum-Cleaner beginnen. Halt, Vakuum-Cleaner. Vakuum-Cleaner, Seite 3 bitte. Jetzt dürften wir alles dafür haben. Genau, fehlt nur noch das Veredelte. Ja, die Kochtöpfe. Ach, die Töpfe müssen auch noch perfekt sein. Das gibt's ja nicht. Mensch. Perfekte Töpfe sein. Mit was anderem gibt sich Grace nicht zufrieden, wenn es keine perfekten Töpfe sind, Leute.
Und hier funkelt wieder was und ich weiß nicht, was hier funkelt. Ich ist, glaube, immer an der Grenze gewesen von dem Geisterspiel, ne? Das hat sich da irgendwie aufgehangen. So, Grace, wartest du mal bitte? Grace. Grace, send it to me. I just read that the old... Thanks. Wunderschön, 571. Wie sieht's geldtechnisch aus? 95.000. Nice. War das der Ofen, den wir ja damals gebaut haben? Ich hab den irgendwie nicht so in Erinnerung. Irgendwie habe ich den so nicht in Erinnerung. Optisch. So, dann gucken wir, ob wir bei Emily noch was. Oh, wir müssen noch eine Forschung anschmeißen. Wir müssen noch eine Forschung anschmeißen. Nicht, dass wir das vergessen. Das ist wichtig. Key? Your head is looking very. So, zack, haben wir komplett. Und diese. Wir können die Cookie-Maschine erweitern, wir können die Schmiede erweitern und die Jewelry. Wäre fast dafür, erstmal das Kitchen zu machen. Ne, hier die Schmiede. Können wir nochmal beschleunigen um den Tag. 4 Tage läuft. Dankeschön. Dann haben wir den Schmiede, haben wir den mal aufwerten können. Schön. Gut. Jetzt die restliche Ausdauer knallen wir jetzt in die. In die Quest rein. Also die Punkte, um das, den Müll noch zu besäuern. Und dann kommen wir ab morgen endlich mit der Story weiter. Gott sei Dank. Und hört das Grinden auf. Also ich habe nichts gegen das Grinden, ja. Gar keine Frage, aber... Ist auch ein bisschen nervig irgendwann. Wenn man nur am Grinden ist. Aber das ist halt ja normal bei dem Spiel. Das Spiel ist ja nun mal grindlastig. Da gehört das dazu. Schön, ein bisschen Bronze dazu. Finde ich gut. Den Müllhaufen wegnehmen. Hier sind noch die Reifen. Aber wir haben Gummischrott überhaupt nicht brauchen, weil wir haben so viel Gummizeug. Die Dinger kann ich leider nicht zerlegen. Schade. Aber das kann ich noch zerlegen. Doch, Plastik haben wir ja schon über 1000 Stück. So. Ich weiß auch noch nicht, was wir mit dem ganzen Dreck machen sollen. Jetzt kann ich die Kartoffeln und sowas nicht einsammeln, weil ich dafür Ausdauer brauche. Ich glaub's doch wohl. Schweinerei. So, wir machen dann aber, wenn ich jetzt hier schlafen gehe, nochmal eine kurze Pause, weil ich muss nochmal um der hier. So, wir können jetzt den Airpulverisierer installieren und zwar hier unten. Am Folgetag dann.
Dann sammeln wir noch ein bisschen was ein. Du brauchst diese Energiesteine überhaupt nicht, weil du kannst das alles mit dem anderen Zeug machen, das ist der Wahnsinn. Okay, das habe ich jetzt erwartet. Ernten. Aufteilen. Einmal. Aufteilen. Einmal. Aufteilen. So, Pilze hätte ich gerne. Die vier. Einmal das. Und die Pilze. Und das sind die Himbeeren. Wie sieht es denn jetzt eigentlich noch beim Wasser aus? Hier brauchen wir nochmal Wasser. Nochmal Dünger. Und auch hier Wasser. Dünger. Und der Rest wächst. Ne? Halt, Dünger ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber es wächst. Sehr schön. Dann alles rein. Neblige Basias bei Pflanzen. Pflanzen, 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 Pflanzen hier rein. Das Epic Game ist heute gut. Ich habe heute noch nicht reingeschaut, logischerweise, ich bin im Stream. Was ist es denn heute? Was ist es denn heute? Also für alle, die das nicht wissen, bei Epic gibt es seit ein paar Tagen jeden Tag ein kostenloses Spiel zu Weihnachten. Um uns die Vorweihnachtszeit zu versüßen. Dann schreib's mal in den Chat, mein Lieber. So, wir gehen kurz schlafen und ich mache dann eine ganz kurze Pause. Und ich gehe dann gleich auf deine Nachricht ein, René. So, also ganz kurze Pause und bis gleich. Und wir machen weiter. Und heute geht's definitiv mit der Story weiter. Da freue ich mich schon drauf. So. Ohren sitzen gerade. Irgendwie ist der Ton gerade. Nicht schön. Irgendwie. Und gucken, irgendwo hapert es gerade wieder. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hallo, jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt höre ich wieder. So ist richtig. Tiere gucken. Alter, die werden ja immer größer. Dass die Käfige viel zu klein sind für diesmal, eine ganz andere Geschichte, ne? Wie sieht's vom Essen her aus? Ihr braucht noch die Kastanien und dann seid ihr ja so weit, dann wissen wir, dass ihr nur mit Tomaten ernährt werdet. Und dann Amaus wird dann wahrscheinlich nur Kartoffeln kriegen. Muss auch noch seine. So, halt, hier ist noch ein Häufchen. Na da. Um hier noch was herzustellen, aufwerten können wir noch nicht, weil uns der Magnesium fehlt.
Ne, der hat ja noch Aufträge. Wobei, der auch, wenn der Aufträge hat, den kann man nur was reinknallen. So. Und so. Dann das erstmal hier alles wieder rein. Hier ist noch ein Relikt. Welches wir aber schon haben, ne? Raumschiff mit der. Ich will die halt nicht herstellen. Wir haben dann irgendwann die ganze Kiste randvoll mit den fertigen Relikten. Und dadurch, dass wir die ja nicht stacken können, das ist halt richtig. Bescheiden. So, Tagesquest. Tierblätter nehmen wir. Die Nase und Pflanzen nehmen wir mit. Chromium Steelborn nehmen wir. Ne, die haben wir noch gar nicht, ja? Da haben wir gar keine da. So, das sollte passen. Und dann bringen wir die Quest erstmal weg. Hier ist einer links von uns. Das Birbis. Das ist Burgess. Burgess. Hi. Hm. Guck mal. Bitteschön. Gern geschehen. So, dann können wir gleich mal, wenn wir hier sind, gleich Wasser kaufen. Das ist eh noch Wasch. So, Nemo haben wir hier. Ich muss den noch endlich mal eine Stufe höher kriegen, Nemo. Jojo. Ja, ja. Die anderen sind alle da unten. Ein Bronzebahn nehmen wir gerne mit. Der braucht den doch nicht. So, die Tierblätter hier abgeben. Wie? Aha. Aha. Bitteschön. Was anderes own ist jetzt hier drüben. Wie viele Sachen hier ständig draußen liegen, das ist echt schlimm. Also ich verstehe das nicht. Long time ago, I had. Möchtest du mir ein Rezept geben? Er will immer von mir Rezepte kaufen und mir keine geben. Ich will die nicht selbst rausfinden. Thank you. Owen wurde zum besten Freund. Prozent Rabatt bei Einkäufen in seinem Geschäft. Na, sehr schön. Also guter Freund gleich bester Freund wahrscheinlich, so Andrea. Und Heidi ist rammelvoll. Ich meine, das klingt auch falsch. Heidi haben wir gemaxt. Wir wissen alles von Heidi. Wir sind beste Freunde. Interessant. Finde ich gut. Die Quests sind erledigt. Noch irgendwas hier nicht zu sehen? Nein. Dann bringen wir das noch mal kurz weg und dann geht's los. Lass nochmal den Müll loswerden.
wie gesagt, pflanzen später. Anzug ist an. Und wir legen los. Wir machen jetzt die nächste Story. Wir werden die Luft säubern, dass das Gift wegkommt. Extra noch keine Ausdauer vergeudet, weil wir nicht wissen, wofür wir sie noch brauchen könnten. Wir wissen ja nicht, wie die Quests da unten weiterlaufen. Schlaf schön. Noch 300 Meter sind's. Luftlinie. Hallo. Hör doch mal auf. Ganz schön giftig hier unten. Was ist das? Ach, das ist der Käfer, dicke Rüstung, okay. So, dann bauen wir doch mal. Erster Teil steht. Was? Eliminate the source of contamination. Sind das die Pilze? Wie denn? Ich verstehe es gerade noch nicht ganz so, wie wir das machen sollen. Wenn hier hinten auch so eine Pfütze ist, muss ich erstmal gucken. Und nur eine Pfütze. Oha. Wer ist das jetzt gerade? Konnte mir die Palme. Der hier. Den haben wir doch auch schon mal. Wie? Ja, komm her. Use a simple vacuum cleaner to clean the green go and enter the value of the response and send it to the...
anders dort. Okay, verstanden. Oh, das würde ich schon nochmal mitnehmen. Den Lavendel-Edelstein, der schadet nicht. Der ist wichtig. Den brauchen wir dann zum Aufwerten unserer Geräte. Lieber haben wir jetzt als wir brauchen später. So. Drink, bitch! Dankeschön, René. Und nur den mal hinten, da hinten ist nämlich noch eine Welle. Dass wir mit der Story auch relativ langsam vorwärts kommen, konnten wir uns halt auch schon gut hochleveln, ne? So dass die uns gar nicht mehr so viel Schaden machen, als sie vielleicht machen würden. So. Wo müssen wir denn hier hoch? So, hier ist auch die andere Stelle. Wo wir vorne am Anfang waren. Dann haben wir auch zumindest nur die Flüssigkeiten entfernt, ne? Der Rest ist ja noch da, glaube ich. So, nochmal den Cleaner rausnehmen. Oh, es passiert was? Und wir können das Tal wieder frei betreten. Nein. Das heißt, wir können in unserer normalen Ausrüstung rein. Oh, it's working. You've done it. Fantastic work, Builder. Thank you. Thank you. Do I smell strawberries? Riecht die Strawberries? Greetings. I've just come to admire your handiwork. Seems everything's gone according to plan. Well done. You've once again managed to manifest my designs flawlessly. Director, what's happening to the gas? Did you synthesize it? Was its molecular makeup similar in some way to strawberries? Strawberries, Sternfrucht, Strand. No, I just like strawberries. I see. Well, everything worked, so I won't look a gift Yakmel in the mouth. I'd say this is a perfect ending. Don't you agree, Mr. Mosa? Yeah. Mayor! Mayor Trudy! Come quickly! Dan B. and Ryan are leaving town, and I can't convince them to stay! Oha. Also, er wollte ja eigentlich. Dan B.!
Maya Trudy? Hey, guys, wait! The whole people turning green thing, it's been solved! Builder just fixed everything! Sorry, my fellas. I tried. Even if you fix this green thing, it's always something in this town. Next week, everyone will be turning purple. Or worse, mauve. We need stability and safety if we're ever going to raise a family. I know that, Donby. And we're working towards that. Everyone in Sandrock is giving it their all. And we're on the cusp of achieving that. Please, don't go. We don't need you. An sich haben sie ja auch nicht sehr viel bis jetzt beigebracht. Aber sie kriegen ja viel Geld, weil die immer gut bezahlen. We really do. Donby, you're one of the most hardworking people I've ever met. And Ryan, well, you're Ryan. Who else can say that? Super. Das würde mich richtig überzeugen. That's a good point. Sure, we've hit a few snags, but I know we're on the other side of this struggle now. Do you know why? The vision of that great and green Sandrock. Donby, we've always had a vision, but not the means to execute it. We have that now, because of people like you and the Builder. If nothing else, the last few events have proven to me that Sandrockers nowadays can and will rise up to the occasion, no matter how bleak or green it looks. So can I selfishly ask you to stay a little longer, so that we can see our vision come to pass? Trudy, I really don't want to leave. Dann geh doch nicht. Yeah, you're right. I want to see my dream come true. We've come so far. Ja, dann bleibt. I know, and it will. Group hug? Oh, vor allem ich in meinem Anzug ist so richtig schön. Und das wird gleich unterbrochen von irgendwas. Nice. So, was haben wir noch Schönes gekriegt? Alright. Wir legen erstmal unseren Anzug wieder an. Und wir haben jetzt gekriegt Light Adventure Shirt. Auf der 37 müssten wir upgraden, auf der 39, dann könnte es vielleicht geiler sein. Müssen wir mal gucken. Nice, nice. Babe, wait, don't you think you're being a bit hasty? What? I thought you wanted to stay. Well, yeah, but I mean, we already packed up all our stuff. I'll unpack everything, all right? And I'll pack everything up for a second time if I change my mind again. You know, babe, I have a feeling that everything's gonna be okay. All right, let's go. Boah, er rennt einfach, lässt sie mit dem Koffer niederstellen. Okay. Ja, sie hat sie mitgenommen, das ist gut. So, das Ding tue ich mal zu Waffen und Tools. Waffen und Tools, da kommt das Teil rein. Und dann gehe ich mal das Shirt upgraden. Mal gucken, ob wir es können. So, es ist jetzt stärker als unser altes Outfit. Genau, 34, 35, 166, 11, 15 Verteidigung, wenn du weniger als... Ne, was? Was ist das? Und vor allem ist es ein schwarzes Outfit. Okay, man sieht es jetzt halt nicht sehr viel, weil es ist nur im Umhang, aber egal.